Hallo Leute, für einen Freund mache ich heute ein Review. Ich gucke mal so ein bisschen über seine Truppen. Da sind so ein paar Sachen vielleicht nicht ganz optimal, weil ich das einfach rein technisch auch an ihn sende über YouTube, habe ich gedacht, das ist auch vielleicht für euch ganz interessant, einfach mal zu schauen, wie sind jetzt seine Truppen, was ist vielleicht bei euren Truppen ähnlich gelaufen. Einfach mal drüber gucken. Vielleicht schauen wir mal hier erstmal über die Gesamtkomposition. Wir gehen mal von vorne durch. Also wir haben hier einen vollen Paladin, 6er Paladin, haben hier einen Dämonenjäger, haben hier einen Vernichter, das ist schon mal schön, hier ein Priester, da ein Assassine, da ein voller Schlangenbeschwörer, nehme ich mal an, genau, keine Dracula-Teile oder sowas verbaut, ja, ich denke, das ist einfach ein voller Schlangenbeschwörer, genau. Und hier nochmal ein Entzünder. Das ist ein 7er Squad, also noch nicht die 8er Kaserne, fast alles auf uralt. Ich glaube, die einzigen Teile, die noch nicht auf uralt waren, oder doch, alles auf uralt, ja. Okay, sehr fein. Was mir vorerst auffällt, ist, 3 Tanks für einen 7er Squad ist schon relativ viel. Also die meisten 7er Squads, die sehr erfolgreich unterwegs sind, die haben dann eben einen Legionär und einen Vernichter. Das reicht normal für einen 7er Squad, also da braucht man nicht dringend 3 Tanks. Jetzt ist das natürlich auch ausgelegt dazu, eben auf 8 zu gehen, und da sind 3 Tanks natürlich sehr sinnvoll. Assa ist leider nicht mehr der stärkste Tank. Der wurde ein bisschen abgeschwächt. Es ist kompliziert, wie der abgeschwächt wurde. Ich habe Berichte gelesen, dass eben die Set-Fähigkeiten nur noch ein Drittel vom Schaden anrichten. Ich habe gelesen, dass eben zum Beispiel nicht bei jedem Crit mehr eben dieser Assa-Teleport ausgeführt wird. Das sind so Sachen zwischen den Zeilen, die nirgendwo zu lesen sind im Spiel. Da hat sich nichts geändert im Spieltext vom Set, von der Set-Beschreibung. Aber der Assa ist einfach ein bisschen schlechter geworden. Der Legionär ist aktuell viel stärker als Tank und auch leicht verfügbar. Also die Legionärteile kriegt man ganz gut zusammen. Anders als jetzt zum Beispiel beim Sturm. Der Sturm ist natürlich klasse, gerade mit Elfenschwert. Aber den kriegt man schwer zusammen wegen der Essenzen. Es sei denn, man will wirklich Fettkohle ausgeben. Hier nur mal ganz kurz gucken. Ja, also ich meine, das ist eine sehr gute Rüstung. Das ist ein 6er Paladin. Ein Problem beim 6er Paladin ist eben, dass der eine Keule hat. Die Keule ist keine gute Waffe. Die Keule ist, die macht keinen Schaden. Betäubung wirkt nicht, da quasi jeder mit einem Paladin spielt und Betäubungsimmunität hat. Deswegen, Keule ist keine gute Waffe. Wenn wir jetzt gerade schon bei Betäubungsimmunität sind, dann ist hier das wichtige Stichwort, dass ein 6er Paladin unnötig ist. Der 4er Paladin hier mit den 4 Gegenständen bereits, der hat eben die Immunität gegen Betäubung für 2,5 Sekunden. Auf 6er Paladin sind das natürlich 3 Sekunden, aber die wird so schnell von dem gecastet, dass es eigentlich Wurst ist. Egal wo Betäubung auftritt, die wird vom Paladin weggecastet. Da ist es fast egal, wie viele Sekunden das jetzt wirkt oder nicht. Der einzige Unterschied, den der 6er Paladin bringt, und ich meine, klar hat er nochmal einen Bonus, und das ist dieses Schild hier. Wenn der Paladin stirbt, dann kriegen nochmal 3 Verbündete ein Schild. Das Problem ist, dass der Paladin aber meistens bis zum Schluss steht. Sagen wir mal, der steht und fällt und es sind tatsächlich noch 3 übrig. Wenn die ein Schild kriegen, aber keine Paladin-Wand vor sich haben, dann bringt das Schild auch nicht mehr so viel. Also der 6er Paladin ist relativ nutzlos. Was sich an der Stelle halt mehr anbieten würde, ist, dass man hier zum Beispiel ein Sturmschwert und eine Sturmseele einbaut. Jetzt gerade bei ihm hier würde sich auch empfehlen, weil ich weiß, dass er einen Dracula baut, würde sich wirklich anbieten, hier einfach auch gerade noch im 7er Squad hier eben eine Dracula-Kugel draufzuhauen und hier eine Dracula-Kugelseele. Dass man hier eben einen Dracula-Paladin-Tank hat. Das würde sich jetzt hier für ihn im 7er Squad auf jeden Fall sehr anbieten. Weiterhin zur Komposition. Ist sehr schön, dass er einen Entzünder hat. Entzünder ist eins der stärksten Magier-Sets. Schön, dass er hier einen Priester hat. Schlangenbeschwörer kann man drüber streiten. Ich weiß, dass der Schlangenbeschwörer auch wegen der Lakaien und so weiter nicht mehr so gerne gesehen ist. Aber wenn der Schlangenbeschwörer länger steht, und das ist auch eines der entscheidenden Stichworte, wenn der Schlangenbeschwörer länger stehen kann und die Schlangen anfangen, durch die Tankreihe in die Magier reinzuprasseln, dann bringt das richtig viel. Der hat 313.000 HP, das ist schon in Ordnung. Der untere Grenzwert für einen Magier HP sollte bei 300k liegen, 300.000. Sollte eher gucken, dass man in Richtung 400.000 kommt, vor allem bei einem Dracula. Aber das ist schon vernünftig. Der hat ja hier auch nochmal das Kraftfeld. Vielleicht hat er hier auch noch eine Stase-Seele oder sowas verbaut. Keine Stase. Okay, aber hier hat er das Kraftfeld auch mit der richtigen Rune, aber dazu kommen wir gleich. Genau, Schlangenbeschwörer wäre jetzt bei den Magiern so ein bisschen die Frage, ob das jetzt der beste ist oder nicht.
würde ich jetzt in dem Fall sagen, ist schon in Ordnung. Ist jetzt nicht Baustelle Nummer 1. Baustelle Nummer 1 bei den Tanks zumindest wäre jetzt zum Beispiel der Assa. Den sollte man durch einen Legionär ersetzen. Und wie gehabt eben der Paladin, sollte man vielleicht überlegen, ob man dem einfach eine Dracula-Waffe und eine Dracula-Waffenseele gibt. Was hier schade ist, und da ist mein guter Freund hier, ist in die gleiche Falle gefallen wie ich am Anfang. Erstmal einen Dämonenjäger gebaut, der kommt da ganz cool her mit seinen Höllenhunden und so weiter. Der ist halt leider nicht mehr das stärkste Set einfach. Der Dämonenjäger ist nicht das stärkste Set. Der Verderber aktuell mit der Alien-Armbrust ist da wesentlich, wesentlich viel stärker. Ja, selbst der Erfinder aktuell mit der Erfinder-Event-Flinte vom Alien-Event entweder oder jetzt auch von dem Event hier ist auch besser mit einer Paladin-Rüstung, einer Paladin-Rüstungsseele und 4 Erfinderteilen. Aber ja, der müsste weg. Könnte man auch überlegen, und ich glaube, das macht mein Freund hier auch, überlegen, ob man den durch den Dracula austauscht, dass man erstmal für eine Weile gar keinen Bogi spielt. Jetzt gehen wir mal Kämpfer für Kämpfer durch, einfach mal zu gucken, was man jetzt auf kurze Zeit ändern kann. Jetzt haben wir hier einen Assa, der hat hier, was haben wir hier? Ja, der hat hier einen ganz... Der hat hier den scharfen Scherz. Das ist dieser Joker-Dolch oder was auch immer. Das ist ein hervorragender Dolch. Die Rune würde ich dringend auf einen Magier geben, die bringt da mehr. Die taugt auf einem Magier ein bisschen mehr. Es gibt dafür auch noch eine andere Rune, die auf dem Dolch ganz okay ist, aber die Rune würde ich auf jeden Fall einem Magier geben. Schauen wir mal hier durch, das ist eine sehr schöne Dolch-Waffenseele. Wiederbelegung passiert sehr häufig, und dann gibt es extra Schaden, das ist sehr schön hier. Sehr toll, das ist optimal eigentlich. Was haben wir hier? Okay, ja, das ist, die ist schon in Ordnung, die ist schon in Ordnung. Hier, schauen wir mal ganz kurz, ich wundere mich. Ich habe von meinem guten Freund hier habe ich auch, ja, genau. Die Rüstung gehört eigentlich auf den Assa und eigentlich gehört die Bogenrüstungsrune unbedingt hier drauf, weil das macht dann Stille. Selbst wenn das der Dämonenjäger ist, die haben das ein bisschen getweakt, jetzt gerade vor kurzem, weil die Verderber so stark sind, dass die Bogenschützen öfter von den Magiern erwischt werden. Selbst hier noch wird sich es auf jeden Fall lohnen, die Bogenschützen-Rüstungsrune hier drauf zu machen. Also die Rune vom Assa hier. Unbedingt hier auf den Dämonenjäger. Diese Rüstung ist die beste Rüstung im Spiel, beste Bogenschützenrüstung im Spiel. Da muss unbedingt die Bogenschützenrüstungsrune drauf. Die macht nämlich Stille auf Magier für eine kurze Zeit. So, gucken wir mal zum... Oder Moment, waren wir hier überhaupt durch? Ich glaube, ja. Knaller können wir uns merken. Ist vielleicht nicht dringend das allerbeste Artefakt, aber ist schon ein sehr gutes Artefakt. Okay, dann gehen wir mal hier weiter zum Hercules. Hercules. Herakles, wie auch immer. Was haben wir hier? Hier haben wir eine sehr schöne Axt verbaut. Das ist eine Top-Axt, 60.000 Direktschaden auf den niedrigsten. Das kommt manchmal, wenn man auch vor allem in die Nähe von 100.000 kommt hier, geht das in Richtung Soforttötung. Waffenrune perfekt, sehr schön. Wert hier könnte natürlich höher sein, der könnte immer höher sein, ne? Ist klar, ist mit 60.000 auch nicht schlecht, der ist hier bei 60% die Axt, das ist schon in Ordnung, aber wenn du die, oder wenn ihr auch, wenn ihr so ein bisschen die Ressourcen habt, dann lohnt sich's bei der enorm, das Ding nochmal neu zu craften, weil ihr hier dann die 100.000 Direktschaden bekommen könnt und das ist Wahnsinn. Es ist die Axt ist eigentlich broken, also das sollte man gucken, dass man da an die 100.000 rankommt. Das ist eine Top-Rüstung, auch top mit der Rune, sehr fein. Schauen wir mal hier drüber. Sehr schön für einen Tank, Gesundheitswiederherstellung. Okay, ist nicht die beste Rüstungsseele, die ist schon okay. Besser ist die eben, wo die maximale HP erhöht wird. Die ist auch einigermaßen erschwinglich zu bekommen, die kriegt man manchmal aus dem Verlies oder so. Sollte man vielleicht schauen, ob man die vielleicht hat und dann reinbauen. Okay, was haben wir hier? Perfekte Rune. Ja, ist auch toll für einen Tank. Ist auch toll für einen Tank hier, der Ring. Perfekt. Perfekte Rune. Sehr schön, sehr fein. Das Artefakt hier muss woanders hin. Das Artefakt hier, schauen wir mal direkt, ob wir hier jemanden haben, mit dem man switchen kann. Jo, würde ich direkt mit dem Bogenschützen switchen. Da hat dein Armbruster was von. Da hat dein Vernichter was von. Gerade beim Vernichter auch
sowieso erstmal primär bei Tanks möchte man haben, dass sie einen sehr hohen Maximal-HP-Wert haben. Der außerirdische Wächter senkt diesen Maximal-HP. Jetzt ist die Besonderheit bei dem Vernichter auch noch, dass er 125% seiner maximalen Gesundheit beim Tod als Schaden macht. Das ist natürlich nur sekundär, aber wenn die maximale Gesundheit durch den außerirdischen Wächter nochmal runtergedrückt wird, dann macht er auch beim Tod weniger Schaden. Fällt jetzt nicht so ins Gewicht, aber das Artefakt ist hervorragend auf einem Bogenschützen und ich sehe jetzt zum Beispiel, dass auch der Bogenschütze hier was Gutes hat, sollte man eintauschen. Ich weiß gerade bei dir auch, dass du den Seestern hast. Sollte man überlegen, ob du den Seestern hier mit der Rune der Verwandlung draufhaust, einfach, dass du hier auf dem Tank, der mit seinem tollen Ring und seiner guten Ausrüstung, dass er eh schon lange steht und dann unterwegs noch wiederbeleben kann. Also überlegen, ob du hier den Seestern mit Verwandlungsrune draufhaust. Genau, zum Paladin habe ich schon was gesagt. Also hier, ich mag ja hier fast gar nicht drauf gucken, aber genau. Die Rune hier würde ich auf deinen Assassinen switchen. Diese Rune hier, die so ein bisschen aussieht wie das Haus vom Nikolaus. Die würde ich auf deinen Assassinen switchen und dafür von deinem Assassinen, wie auch vorhin gesagt, diese Rune runter, zum Beispiel auf deinen Schlangenbeschwörer. Der hat schon eine, was hat der hier? Der hat nix. Genau, zum Beispiel die Rune einfach hier drauf knallen. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich sehe hier den Engelsstab. Also ich meine, es ist irgendwo zwischen freut mich richtig für dich und verdammt, ich will den auch haben. Aber ja, genau. So, genau, die Rune hier runter auf den Assa und die Rune vom Assa auf deinen Engelsstab hier zum Beispiel. Einfach mal pro forma gucke ich mal hier auch rein. Das ist auch keine gute Seele hier, es ist auch nochmal ein Plädoyer dafür. Mach die Keule und die Keulenseele runter, die bringen beide nichts. Ja, ich meine, klar, das ist im Grunde nicht schlecht, weil der Paladin immer auf die gleiche Stelle trifft. Aber der Paladin hat auch eine relativ niedrige Angriffsgeschwindigkeit und er hat auch einen ziemlich niedrigen Schaden, wenn wir jetzt hier reingucken. Der macht 35.000 Schaden pro Sekunde. Was hat die Keule hier an Schaden? 16.000. Ich meine, sagen wir mal, 10% davon sind nochmal 1.600 extra Schaden. Sagen wir mal, aufgerundet 1.700 extra Schaden. Das ist nicht viel. Und ich meine, dann wird dann doch nochmal das Ziel gewechselt. Und dann ist der Schaden wieder bei 0. Und dann macht er bei einem Schlag, sagen wir mal, der schlägt dreimal in Folge. Dann macht er nochmal wohlwollend aufgerundet, macht er 6.000 extra Schaden. Das ist nicht die Welt. Also die bringt kaum was, diese Waffenseele. Okay, wird wiederbelebt. Hier wäre es auch besser, eben die Seele drin zu haben, die maximale Gesundheit ich glaube, das normal zwischen 45% und 55% erhöht. Die würde hier auch mehr bringen. Hat hier auch relativ wenig Gesundheitssteine verbaut. Hat hier eigentlich einen sehr schönen Gesundheitswert, wenn man hier schaut. Das ist 12.000 von 15.000 möglich. Das ist schon fein eigentlich. Ist schon in Ordnung, aber nicht das Beste. Genau, Rüstung hatten wir hier vorhin schon geguckt. Die Rune würde ich mit deinem Dämonenjäger auch tauschen. Also die Rune würde ich hier auf deinen Dämonenjäger setzen. Die macht da auch nochmal ein bisschen extra was. Und die macht auch nochmal schön extra Schaden auf den Paladin, der sowieso nicht so viel austeilen kann. Die sorgt dafür, dass der Paladin nochmal ein bisschen extra Schaden macht. Würde ich austauschen auf jeden Fall. Also Paladin-Rüstungsrune, sekundäre Rüstungsrune mit dem Dämonenjäger austauschen. Jetzt schauen wir mal hier rein. Ja. Diese Rune, Moment, erstmal vielleicht hier dazu. Der Ring ist hier ganz okay. Der ist schöner auf dem Assassinen zum Beispiel, aber dein Assa hat auch einen ganz guten Ring, soweit ich das in Erinnerung habe. Kann man schon lassen. Aber die Rune gehört dringend hier auf deinen Schlangenbeschwörer. Dringend. Auf deinem Schlangenbeschwörer sorgt die Rune dafür, dass die Abklingzeit der Fähigkeit des angegriffenen Gegners um mehrere Sekunden verlängert wird. Und das ist ziemlich unschlagbar. Gerade, ich habe es auch vorhin gesagt, die Magier seit neuestem schießen ein bisschen mehr quer. Und das heißt, dass sie unter anderem die Bogenschützen erwischen und die Abklingzeiten bei denen verlängern. Unter anderem auch Magier erwischen. Und das will man eigentlich haben, dass dann da die Abklingzeiten ein bisschen verlängert werden. Also die Rune hier auf dem, die bringt natürlich was, ne? Die bringt so ein bisschen was. Aber auch wie vorhin gesagt, Betäubung ist... die gibt es nicht mehr quasi. Seitdem die Paladins unterwegs sind, gibt es kaum noch Betäubung. Deswegen ist hier zumindest ein Teil des Effekts nutzlos und die Rune ist richtig gut auf dem Schlangenbeschwörer. Also unbedingt auf den Schlangenbeschwörer-Ring tun. Jetzt schauen wir mal hier drauf. Ja, ist ganz okay hier. Und
Die hier ist, die ist schon in Ordnung. Wir gucken später durch, was du noch alles im Lager hast. Jetzt kommen wir mal zu den Magiern. Fangen wir mal hier beim Priester an. Genau, hier gehört die Seele, die Rune vom Assassinen drauf, haben wir schon gesagt. Wunderbarer Stab. Sehr schön, dass du den hast. Das ist nicht die beste Seele. Wir schauen mal nachher, was du da noch zur Verfügung hast. Ist auch relativ wenig Zauberkraft verbaut. Vielleicht auch nochmal hier zu den magischen Schaden, den gerade der Stabmagier macht. Der Stabmagier, die Angriffsgeschwindigkeit der Stabmagier ist extrem niedrig, also sehr langsam. Ich meine, das waren alle 1,5 Sekunden ein Angriff. Das Problem ist gerade bei den Magiern ist, dass die für die Zauber unterbrechen die ihre Angriffe. Und die zaubern relativ häufig. Jetzt ist das, ich glaube, das ist ein einfacher Zauber und das ist, glaube ich, auch ein einfacher Zauber. Wenn der jetzt zum Beispiel Belebung hätte, dann würde der quasi nicht mehr angreifen. Also gerade die Stabmagier brauchen wenig magischen Schaden. Deswegen ist jetzt hier zum Beispiel der eingebaute, das sind natürlich tolle Steine, aber die gehören eher auf jemanden, der schneller angreift, wie jemand, der ein Zepter hat oder auch eine Kugel. Eine Kugel ist zwar langsam, aber nicht sehr langsam. Also das lieber, die Steine lieber hier auf einen Orakelmagier oder auf einen, du hast kein Orakel, ne? Aber lieber auf einen Orakel oder sogar einen Dracula. Aber ansonsten, bei einem Stabmagier gehören die nicht zwingend hin. Die machen hier viel Kampfkraft, ohne dass sie was bringen. Also lieber hier vielleicht eine Seele einbauen, die direkt Schaden macht, direkt Heilung, am besten Belebung natürlich und hier noch, wenn möglich, noch Zauberkraft hat, anstatt magischer Schaden. Der magische Schaden bringt auf einem Stabmagier nicht so viel. Okay. Hier, das ist natürlich die Standardseele, die ist nicht so der Knaller, aber ist schon in Ordnung. Top-Rüstung, davon hatten wir es gestern. Ist eine gute Rüstung. Schauen wir mal später, ob du was hast, wo du die. Oder schauen wir mal direkt, ob du hier noch eine Rüstung hast, wo die Rune besser sitzen würde. Nee, da ist deine Position schon mal besser. Was haben wir hier noch? Nee, hier auch nicht. Okay. Ja, gerade durchgeschaut. Die Rune hier ist in Ordnung. Würde ich sagen, ist in Ordnung. Schauen wir mal hier bei den Ringen. Hier haben wir natürlich wieder viel, nicht viel, aber hier haben wir natürlich wieder magischen Schaden, weil wir es gerade davon hatten. Optimal natürlich hat man da irgendwie ein paar Crit, ein paar Ausweichen und fertig. Aber das ist schon in Ordnung. Das ist ein sehr schönes Amulett hier auf der Position. Warum sage ich das? Der hat jetzt keine Zauberkraft und so weiter, aber auch nochmal einfach für die Allgemeinheit, ein Magier sollte über 300k, sollte mindestens 300k Gesundheit haben. Jetzt ist es oft so, dass man massig Zauberkraft schon verbaut hat auf Seelen, Rüstungen und Stab und da ist es einfach wichtig, dass man hier ein bisschen die Gesundheit pusht. Das ist jetzt natürlich auch noch das aktuelle Event-Amulett mit der richtigen Rune. Sehr schön. Ah ja, da haben wir die. Du, ich würde echt sagen, dann hau lieber diese Rune hier auf den Seestern und mach die dann hier auf deinen Vernichter. Genau, und wie gehabt, dann eben den außerirdischen Wächter hier reintauschen. Das ist ein Top-Artefakt, was du gehabt hast. Und dafür dann zum Beispiel die Vogelscheuche rausnehmen. Zum Beispiel. Aber Bomben-Artefakt. Bringt natürlich auch ein bisschen, also vielleicht auch nochmal für die Allgemeinheit, die Rune der Verwandlung bewirkt hier, dass zusätzlich entwaffnet wird und nicht nur eben die Abklingzeiten verändert werden. Das ist natürlich schön, aber wie ich auch gerade eben gesagt habe, der Waffenschaden ist bei den Magiern nicht das Gefährliche. Jetzt gerade auch nicht bei Stabmagiern, die sehr viel im Umlauf sind. Die sind nicht das Problem. Das Problem sind die Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten werden sowieso schon beeinflusst ohne die Rune. Also die Rune ist hier natürlich hilfreich, das ist keine Frage, aber die ist besser auf dem Seestern. Rune auf Seestern, Seestern auf den Vernichter. Okay, ansonsten ein sehr feiner Magier. Jetzt gehen wir mal weiter. Priester ist nicht zwingend das beste Set, aber das ist schon sehr, sehr vertretbar. So, jetzt hier ohne Set-Diskussion mal schauen. Die Rune hier ist okay. Hättest du einen Verderber, würde ich sagen, hau die da drauf. Beim Dämonenjäger würde ich auch fast sagen, hau die drauf, aber die ist schon in Ordnung hier. Ist eine ganz gute Waffe, die Extrabelebung. Ah, hier hast du die auch drin. Da schauen wir mal gleich, ob du was Besseres hast. Genau, die Rune, das habe ich gesehen, das ist in Ordnung, das ist eine gute Rüstung. Das ist natürlich auch wieder die Standardseele, aber diese Stase-Seelen und so weiter sind ja auch schwer zu bekommen, das ist verständlich. Ja,
toll, ganz ehrlich toll. Wieder viel wenig Zauberkraft, keine Zauberkraft, aber dafür defensive Werte. Die müssen stehen, die haben Probleme mit dem Stehen und nicht Probleme damit, dass sie nicht genug ballern meistens. So, hier auch. Ja, okay, ein bisschen viel magischer Schaden, aber das ist auch hier einer von diesen Kugelmagiern, das ist in Ordnung. Ja, Position von dem Artefakt ist sehr gut. Rune ist top hier mit der Rune, macht hier nochmal den Extraschaden. Sehr gut. Gehen wir mal weiter zum Entzünder. Hier haben wir, was haben wir hier? Okay, bringt nicht so wahnsinnig viel. Gibt bessere, aber es ist natürlich auch immer abhängig davon, was man hat. Man hat nicht immer alles. Ja, besser geht's nicht. Dino-Stab mit Rune, aktuell der stärkste Stab im Spiel. Ja, genau, hatte ich gesehen. Runenposition hier ist in Ordnung, kann man nichts sagen. Standardseele natürlich, aber genau, man nimmt, was man hat. Diese Rune, wenn du es hast, ich guck natürlich gleich, ob du es hast, aber das Artefakt bringt nicht viel und die Rune hier ist ein bisschen Verschwendung. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Wunderlampe hast, würde ich die Wunderlampe unbedingt reinnehmen, Rune auf die Wunderlampe und dann eben so schauen, dass du den Seestern mit Rune zum Beispiel hier drauf hast, damit der wiederbeleben kann und dann die Wunderlampe mit Zeitrune hier drauf, damit der hier auch relativ häufig wiederbeleben kann. Schauen wir mal hier noch rein. Rune ist in Ordnung. Ring ist in Ordnung, hat wieder ein bisschen viel magischen Schaden, aber ist schon okay. Genau, und zum Dämonenjäger habe ich gerade eben schon gesagt. Das ist der, der tendenziell raus muss. Hier unbedingt eben die Rune drauf, die Bogenschützenrüstungsrune, damit die hier still zaubert auch. Schauen wir mal ganz kurz hier drüber. Ja, perfekt. Die Ringrune gehört dahin. Das ist auch eine feine Kombi hier für den Dämonenjäger gerade. Und hier schauen wir mal. Das Amulett suche ich die ganze Zeit. Das gehört auf deinen Paladin. Das würde ich im Grunde auf deinen Paladin drauf tauschen. Das gehört unbedingt auf den Tank. Hilft natürlich dem auch ein bisschen länger zu stehen, ne? Aber das schützt einen Bogenschützen nicht davor, umzuknicken. Das sind die ersten, die umknicken. Und dann ist es ein bisschen schade, dass das Amulett, das vor allem eben gegen Effekte ist, dass das dann nicht hier wirkt. Und das ist auch ein wunderbares Artefakt. Also du hast tolle Artefakte bis auf das hier. Und das hier würde ich dann eben tauschen. Ich denke, lassen wir das mal Teil 1 sein. Teil 2 kommt dann bald.